Endogenisierung von Nachfragekomponenten ist unser Thema. Wir haben im Keynes-Gross-Modell ja einige Komponenten, die exogen gegeben sind. Üblicherweise wird das durch einen Strich oberhalb der Variable zum Ausdruck gebracht. Das sind zum einen die Investitionen, zum anderen die staatlichen Ausgaben oder eben auch die Nettoexporte, die als exogene Variablen angenommen werden. Und das sind dann auch unsere Shift-Parameter. Endogenisieren heißt, diese exogenen Variablen von anderen Variablen abhängig zu machen. Zum Beispiel die Investitionsgüternachfrage abhängig zu machen vom Zinssatz, üblicherweise negativ. Das heißt, je höher der Zinssatz, desto niedrigere die Investitionsnachfrage. Die Staatsausgaben lassen wir mal jetzt unbetrachtet, aber wir gucken uns noch an die Nettoexportnachfrage. Wenn wir die endogenisieren, dann machen wir sie abhängig vom Wechselkurs. Und je niedriger der Wechselkurs, das heißt, je weniger die Währung wert ist, eine Abwertung bedeutet ja ein Push für die Exporte und Importe werden teurer. Das heißt, eine Abwertung, ein niedrigerer Wechselkurs führt zu einer Erhöhung der Exporte minus Importe und damit hätten wir die Exportgüternachfrage endogenisiert. Wozu haben wir das jetzt gebraucht? Ja, zur Ableitung der IS-Kurve mussten wir erstmal die Investitionsgüternachfrage endogenisieren, sonst können wir die nicht ableiten, weil da taucht ja dann plötzlich der Zinssatz als zusätzliche Variable auf. Und die Exportgüternachfrage mussten wir endogenisieren und abhängig machen vom Wechselkurs, um dann später im ISLM-Modell für die offene Volkswirtschaft argumentieren zu können. Wie sieht es im Keynes-Kreuz-Modell aus? Wenn der Zins beispielsweise sinkt, dann steigt die Investitionsgüternachfrage und die effektive Nachfragefunktion verschiebt sich nach oben. Kommt es zu einer Abwertung, sinkt also der Wechselkurs, dann wird die Nettoexportgüternachfrage zunehmen. Und das heißt im Modell, dass sich die effektive Nachfragefunktion nach oben verschiebt.